Nutze deine Angst. Das Buch, da geht es um Selbstverteidigung, da geht es um Survival-Situationen und da geht es ganz einfach darum, dass du in einer Survival-Situation richtig reagieren kannst. Wenn dir das interessiert, dann bleib dran. Hallo und willkommen, das ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Das ist das Buch und zwar Nutze deine Angst. Ralf Bonkratz, ein ehemaliger Polizeikriminalmann, der sich mit Gewalt, mit unangenehmen Situationen im urbanen Gebiet auseinandergesetzt hat, hat ein nettes Buch geschrieben und zwar mit dem Titel Nutze deine Angst. Und er beschreibt hier unterschiedlichste Szenarien und deswegen finde ich das Buch auch so interessant, in Selbstverteidigungssituationen und beginnt damit, wo er selbst als aktiver Polizist mit einer Kanone bewaffnet, oder eigentlich in dem Fall war er nicht mit einer Waffe unterwegs, in der U-Bahn gefahren ist und hat dort gesehen, dass drei Jugendliche irgendeinen anderen Jugendlichen oder eine Frau belästigt haben. Und ja, er ist dann hingegangen und voll auf, das kann doch nicht sein, und ich und super. Und hat gesagt, sie sollen sie in Ruhe lassen und ist sie dementsprechend angefahren. Haben sie von dem Opfer abgelassen und sind zu ihm hin. Und dort gab es einen Anführer. Und der Anführer, der ist natürlich in dieser Gruppe, der muss auch immer den Checker raushängen lassen. Denn diese Leute, und das ist tendenziell so, ja, wenn es um solche Gangs geht, die sind halt in einem sozialen Gefüge, wo es nicht darum geht, dass man miteinander die Sachen ausdiskutiert und dass man Konsens findet, sondern da ist derjenige, der am härtesten ist. Der sich am wenigsten scheißt, wie man in Österreich sagt. Derjenige, zu dem die anderen aufblicken. Auf jeden Fall, er hat gleich analysiert, das beschreibt auch in dem Buch, dass man bei so einer Gruppe immer schaut, wo ist der Anführer. Und den hat er halt dann auch einmal angesprochen. Und hat ihm keine Chance gelassen, da jetzt aus dieser Situation herauszukommen. Sondern, also, da geht es jetzt dann darum, er hat ihm keine Wahl gelassen. Der Anführer konnte im Endeffekt jetzt nur beweisen, dass er noch immer Eier hat, indem er den Autor entweder in die Goschen haut oder er hat eine Kanone rausgezogen und hat ihm eine scharfe Waffe, schätze ich jetzt mal, er weiß es ja selber nicht, aber der Autor hat ihm eine Waffe so an den Kopf gehalten. Ja, eine Horrorvorstellung. Und dann ist ihm, dem Autor, endlich klar geworden, dass er jetzt einen Gang runterschalten muss. Und dass, wenn er jetzt die Sache immer weiter eskaliert, es wahrscheinlich einen Toten gibt. Er erinnerte sich nämlich selbst auch an eine Geschichte von einer New Yorker, die ist in New York gewesen, da waren zwei Frauen und ein Mann, die sind herumgegangen und da hat sie eine Gruppe überfallen und hat gesagt, komm, hat sie mit der Waffe bedroht und hat gesagt, komm, ich will deine Handtasche. Und die Frau sagte zu ihm, was willst du denn mit deiner Kanone, du Bubi? Und dann hat es bumm gemacht. Und an das erinnerte er sich flashmäßig in dieser Situation und hat gesagt, okay, wenn ich jetzt da draufsteige, dann knallt mich der vielleicht ab, weil ich ihm keine andere Wahl lasse. Das klingt jetzt komisch, aber es ist genau so. Dann hat er deeskaliert und damit meine ich jetzt nicht, er hat nicht den Schwanz eingezogen, weil das wäre auch schlecht gewesen. Bitte tu mir nichts, nein, das wäre auch nicht gut gewesen. Ja? Sondern er hat ihm ganz einfach die Möglichkeit gelassen, aus dieser Situation herauszukommen. Und hat auch natürlich Glück gehabt, Glück gehört immer dazu, in jeder Situation immer. Auf jeden Fall hat er die Sache deeskalieren können, weil dann die Schwächeren in dieser Gruppe gesagt haben, komm, lass ihn, der ist es nicht wert, komm, wir hauen ab, komm, passt schon. Und haben somit dem Chef signalisiert, du bist eh noch immer der Super, du hast eh doch immer die größten Eier, bist eh noch immer der Coolste auf der Welt, wir glauben das, aber komm, hauen wir ab, der ist es eh nicht wert. Und das hat ihm die Möglichkeit gegeben, die Waffe wieder einzustecken und davonzulaufen. Hätte er jetzt anders reagiert, dann hätte man das Buch wahrscheinlich nicht und würden dieses Video nicht drehen. Und in diesem Buch Nutze deine Angst beschreibt er viele von solchen Szenarien. Nicht nur die er selbst erlebt hat, sondern auch ja, die seine Kunden, ist jetzt blöd gesagt beim Polizisten, aber du weißt schon, was ich meine, erlebt haben. Er beschreibt zum Beispiel etwas von einer Frau und das war auch super. Das ist das letzte Szenario, was ich beschreiben will und dann höre ich auf, dann mag ich noch was zu dem Buch sagen. Er beschreibt noch ein Szenario von einer Frau und zwar, die geht zum Bus und wird von einem Mann belästigt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie sie reagieren kann, ja? Wie er meint. Ja? Und die eine, die war die falsche Variante. Der geht her und sagt was zu ihr, ja?
und sagt, hey, Süße, hä? Und sie sagt, hau ab, ich will nichts von dir. Und damit signalisiert sie ihm, dass sie Interesse hat. Was? Wie? Wo? Wa? Nochmal. Eine Frau, blond, schön, super, wunderbar, steht bei einer Bushaltestelle und irgendein Typ kommt her und sagt, hey Baby, komm, du bist so geil. Und sie sagt, hau ab, schleich dich, ich will nichts von dir. Und da kommt jetzt zwei Dinge, die er beschreibt und einfach so als Idee. Das eine ist, auf das Spiel einzusteigen, ihn mit du anzusprechen, ja, und in diese Situation mit einzusteigen. Weil er meint so, ich meine, es gibt kein richtig und falsch, es gibt immer nur Konsequenzen, aber du weißt schon, wie ich das meine. Er meint zum Beispiel, es wäre besser, in so einer Situation nicht zu sagen du, sondern immer per sie zu bleiben, kühl zu bleiben, nicht emotional zu reagieren und zu sagen, hey komm, weil anscheinend ist da was, ja. Und manche Männer spüren das nicht, die haben das halt nicht, ja. Ich würde zum Beispiel niemals auf die Idee kommen, dass ich einfach zu irgendeiner Frau hingehe und sage, hey Baby, du bist so geil oder so irgendwas, ja. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich halt ganz einfach nicht die großen Eier, so wie die Burschen da, die da beschrieben wurden. Meistens sind es Burschen, die in dem Buch beschrieben sind, ja, habe ich halt nicht die großen Eier. Aber der geht dorthin, ja. Da musst du ja schon einmal drüber nachdenken, was ist mit dem los? Und das beschreibt er genau in dem Buch. Was will der Täter oder derjenige, der da jetzt daherkommt? Wer ist das überhaupt? Warum tut er das? Was sind seine Motive? Vermutlich, mein Wissen kann man es eh nicht. Und wie kann ich da jetzt vernünftig reagieren? Und er meint, diese Frau soll kühl bleiben und bei sie bleiben. Und sofort, weil die Frau ist dann nämlich auch noch allein stehen geblieben. Das ist eine wahre Geschichte, ne? Die ist dann stehen geblieben. Er ist dann zu ihr hin und sagt, hey, komm. Und sie, nein, geh weg, ich will nichts von dir. Und er hat sie dann nachher an den Haaren gezogen, hat sie geschlagen, du Schlampe, du willst sowieso nur, ich will das jetzt gar nicht alles beschreiben, aber so in die Richtung, du willst das ja jetzt sozusagen, ja, aber du zierst dich, ja, und hatte dann Probleme. Da waren dann auch noch andere Passanten. Die Frau hat sich nicht an die gewandt, ja, sondern die sind dann die Frauen, die dort waren andere Frauen und auch ein Mann, die haben dazu geschaut und haben geglaubt, dass sich die zwei kennen und wollten nur nicht, nein, ich will nur nicht anstreifen. Und somit ist es dann zu, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber zu einer ganz unangenehmen Situation gekommen. So, und er beschreibt, das muss man anders tun. Und zwar, bei sie bleiben, ganz kühl. Lassen Sie mich in Ruhe und weggehen. Okay, jetzt können wir sagen, dann habe ich meinen Bus versäumt und komme zu spät in die Arbeit. Na, warte mal. Ja? Okay, Prioritäten setzen. First things first. Dann, wenn der nicht aufhört, zu diesen Damen sagen, bitte helfen Sie mir. Ich kenne diesen Mann nicht und der belästigt mich. Bitte helfen Sie mir. Und das ist eine ganz andere Situation. Ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Und solche Handlungspläne und solche Dinge beschreibt er. Und das macht er gut. Er schreibt über Angst, er schreibt über Furcht und wie man mit solchen Dingen umgehen kann. Da sind viele solchen Szenarien enthalten. Und ich habe das Buch sehr genossen und sehr gut gefunden. Habe mir da auch einige Notizen dazu gemacht und finde es gut. Manche finden das Buch, wenn du dir das auf Amazon jetzt anschaust, unten gebe ich dir den Link dazu, meinen, das Buch hat keinen roten Faden. Das stimmt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das ist ein schöner Handlungsplan, wo ich sage, okay, Kapitel 1, die geistige Einstellung. Und wenn ich das durch habe, dann bin ich bereit und gehe zu Kapitel 2. Und bei Kapitel 2 kriege ich dann den richtigen Schlag, den ich ansetzen muss. Oder Kapitel 3 sagt mir dann, welche Wortwahl ich nehmen muss. Nein, er beschreibt unterschiedliche Szenarien. Er beschreibt es einmal so und einmal so. Und du musst halt das ganze Buch durchlesen und musst es wirklich wollen. Dann kannst du davon profitieren. Das kann sein, dass er das vielleicht ein bisschen besser aufarbeiten hätte können. Aber das ist kein Nachteil. Finde ich zumindest, sondern es ist einfach ein ganz komplexes Thema, das man nicht einfach so greifen kann. Man kann das nicht alles auf einen einzelnen Punkt zusammenkriegen. Das machen dann die Selbstverteidigungsgurus, die sagen, das eine, wenn du das hast, dann bist du unverletzlich, dann bist du bulletproof. Ja? Das spielt es halt nicht. Und das ist halt leider auch in dem Buch so, dass er viele Handlungsszenarien bringt. Und warum ist es wertvoll und warum rede ich minutenlang über dieses Buch? Weil ich der Meinung bin, dass es dich Know Your Enemy, ja, dieses Konzept Know Your Enemy, ich bin von dem so überzeugt, das ist halt nur meine Meinung dazu, kenne die Gefahr, verstehe deinen Gegner, verstehe, warum das so ist.
Wenn ich in einer Notsituation in der Natur draußen bin und da geht es um Unterkühlung zum Beispiel im Winter, dann muss ich Know Your Enemy auch verstehen. Ich muss verstehen, was sind die Prozesse der Unterkühlung? Warum entsteht das? Was kann ich dagegen tun? Was sind die ersten Anzeichen? Aha, wenn ich schon langsam ins Zittern anfange, dann bin ich schon in einer ganz schwierigen Situation. Du weißt, was ich damit meine. Ich glaube, du verstehst das. Und das ist in solchen Gewaltsituationen genauso. Nur haben wir ein Problem. Zittern tue ich bald einmal. Und da kann ich mich reinbringen. Aber die wenigsten von uns sind in solche Gewaltsituationen schon einmal involviert gewesen. Ich habe einen Freund und Survival-Trainee, der bei mir die Survival-Trainer-Ausbildung macht. Und wir haben so hin und her gemacht. Und auf einmal, und ich erinnere mich ganz genau daran, und es war alles nur Spaß und ganz harmlos und ganz, ganz okay. Also ohne irgendwelche, versteht das jetzt bitte nicht falsch. Ja? Und auf jeden Fall hat er mich genommen, so nach dem Motto. Ja? Und ich war momentan so richtig in einer Schockstarre. Ja? Der nimmt mich da so und hält mich da. Und ich habe mir gedacht, was ist jetzt los? Ja? Und ich war momentan handlungsunfähig. Also jetzt nicht, dass wenn wir jetzt raufen würden, dass es heißt, dass er gewinnt oder ich gewinne. Gar nicht, überhaupt nicht. Aber ich konnte momentan aufgrund dieser Situation sagen, aha, was ist da jetzt? Es war alles nur Spaß und alles gut. Aber puh, da war ich momentan einmal ganz, ganz weg. Und das ist auch das, was der Mann beschreibt. Dass wir mit Gewalt in unserer Gesellschaft ja ganz wenig konfrontiert sind. Und auch wenn wir es in der Zeitung lesen, aber dass jeder schon an Gewalt konfrontiert gewesen war, so richtig, das haben wir ja nicht. Und daher ist das Buch so super, weil ihr dir im Geiste Szenarien vorspielt und dir wahre Geschichten erzählt und wie man falsch und wie man richtig reagieren hätte können. Ja, Garantie gibt es eh nicht. Und daher finde ich dieses Buch so genial. Und jetzt bin ich ruhig, weil sonst rede ich noch 10 Minuten. Okay? Ah, genau, jetzt fahr die Batterie aus. Ich wollte noch auf Wiedersehen sagen, dich um ein Abo bitten, wenn du das erste Mal da bist. Da geht's zum Reini-Rossmann-Kanal. Hier gibt es ein paar weitere Buchvorstellungen auf meinem Kanal und unten der Link zu dem Buch. Bis bald, dein Reini-Rossmann.